Hallo zusammen. Hi everyone. Ich möchte heute nochmal was ausprobieren. Und zwar habe ich hier einen Keilrahmen, der ist 30 auf 30 cm. Habe hier einen großen Becher mit Weiß angemischt. Und zwar mit diesem Isle of Art Vinylkleber dieses Mal. Habe Havanna Braun, Karminrot, Permanentgrün Hell und Ockergelb. So, was ich testen möchte, nochmal mit diesem, ich sag's mal, verblasen mit dem Föhn, ob das nicht doch funktioniert. Ich habe jetzt mal nochmal getestet ein bisschen. Man darf nicht zu viel blasen, weil sonst vermischt sich die Farbe wirklich zu stark und dann wird es nur noch ein, ich sage jetzt mal, lila Brei oder wie auch immer. So, und das möchte ich nochmal testen jetzt oder ausprobieren. Ihr dürft gern dabei sein. Ich hoffe, euch freut's. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert oder nicht. Ich weiß es nicht. Was ich mir noch geschwind hole, und zwar ein bisschen Silikon 300er, weil sonst vielleicht auch zu langweilig wird. Da ist es. Ich mache es jetzt auch nicht überall rein. Ich mache es jetzt mal in das Rot rein. Eins, zwei, ich sag mal so zwei Tropfen. Das Grün auch. Nee, noch in das Ockergelb. So, circa zwei Tropfen. Etwas umrühren. Wo habe ich es rein? Ins Rot, genau. Komm, ich rühre alles nochmal um. Ich habe das Weiß jetzt auch etwas dünner angerührt, weil ich das ja eigentlich für die Deckschicht oben drauf als ja, zum Verblasen, sage ich mal. Fangen wir aber einfach mal an. Ich mache jetzt einfach mal trotzdem eine Schicht mit Weiß. Ja, ich kann es jetzt so laufen lassen. Könnte man jetzt natürlich auch mit dem Föhn machen. Aber ist ja wurscht. Komm, 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 komm. Zack, zack, zack. Laufen lasse. So, und das letzte. Ihr seht, es läuft gut, es ist auch viel dünner. Gut. Mischen wir mal geschwind die Handschuhe ab, weil ich will vielleicht auch gleich die Bläschen entfernen. Mit dem Föhn mache ich das geschwind. Also ganz normaler Föhn, kein Heißluftföhn. Okidoki. Ich habe mal extra ein bisschen mehr Farbe angerührt. Wahrscheinlich, wenn es funktioniert, mache ich noch mal ein Bild. Aber das werden wir dann sehen. So, ich glaube, ich mische mir das wieder. Ja, kommt ein bisschen von diesem Grün rein. Das Ockergelb. Kaminrot. Sinkt natürlich etwas schwerer. So. Fast schon wieder zu viel Farbe. Aber gut. So. Ich stelle jetzt mal die Farben zur Seite. Weil ich kenne mich, sonst schmeiße ich die wieder um. Im Eifer des Gefechts. Lupfe das jetzt mal ganz leicht an. Ja, ich gehe mal davon aus, wieder zu viel Farbe. Aber gut, egal. Machen wir jetzt hier einen dickeren weißen Rand. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich verblase es jetzt. Mach nicht so stark.
das reicht schon. Was ich noch machen kann, ich denke mal auch mit einem kleinen Röhrchen noch ein paar Feinheiten setzen. Wieder da. Ich drehe mir das Bild mal um. Ups. Also ihr seht auch hier schon wieder sehr dunkel geworden. Klar, das Gelb wird immer ziemlich verschluckt. Aber jetzt schauen wir mal. Kann man natürlich auch noch ein bisschen Weiß reinlaufen lassen. So. Aber ich finde es schon so ganz okay so. Ich würde vielleicht kurz noch mit dem Brenner drüber gehen, einfach um die Bläschen rauszubekommen und vielleicht noch ein paar Zellen. Dann war es das schon. Ich denke mal, dass da hellere Farben noch besser sind, also nur für wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gelb. Ich probiere es beim nächsten Mal. So, Dele. Ja, jetzt geht's auf. Jetzt kommen die weißen Zellen vor. Aber nur stellenweise ist cool. Da habe ich noch ein paar Luftbläschen. Will gar nicht zu viel machen. Okay, hier habe ich einen schwarzen Fleck. Warum auch immer. Weg mit dir. Okay, kann man auch einen schönen Negative Space machen. Kann man schöne Muster machen. Leider etwas zu dunkel geworden, aber ich denke, ich mache da noch ein Bild und mache es mit mehr helleren Farben. Ich denke mal, dass ich zu viel Braun genommen habe, aber not bad, nicht schlecht. Und da andere Formen rauszubekommen und so weiter, ist natürlich dann ein bisschen Übungssache, aber dann schauen wir mal. Okay, was ich vielleicht noch testen möchte kurz. Ich habe mir ja Alkoholinks zugelegt, weil hier habe ich jetzt ein bisschen weiße Fläche. Einfach nur zum Schauen, was passiert. Und das interessiert mich jetzt, was mit Acryl, Farbe und Medium und Alkoholinks passiert. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Falls es schon mal jemand gemacht hat, kann es mir gerne berichten. Schauen wir mal, was für Farben ich nehme. Robsberry. Ich möchte nur mal testen, was für eine Reaktion das gibt. Oder ob sich da überhaupt was tut. Aber ich gehe mal davon aus. Wow, okay. Soll dann auch farblich dazu passen, sage ich jetzt mal. Ein dunkleres Rot. Okay, ich möchte gar nicht so viel machen. Soll es ja wieder nicht übertreiben, so wie ich es immer mache. Ich will nochmal testen, wenn ich das bei den Farben reinmache. Ups, da ist schon ein Tropfen rein. Wenn ich das mal hier in diese Zelle reinmache, was dann passiert. Hier, die gefällt mir auch nicht so, dann mache ich es hier auch nochmal. Okay. Ja, ganz komisch, teilweise wie so, ja, wie heißt es, Eisblumen. Oh, da sehen wir, flupp, ist wieder gesunken. Ah, da zieht es ein. Okay, war ein Versuch, gar nicht so schlecht. Was passiert, wenn ich puste?
kann es noch ein bisschen verteilen, aber es ändert sich nicht mehr viel. Wobei hier schon, ja. Okay. Ja, cool, okay. Okay, das ist vielleicht mal ein anderes Thema, was ich mal angehen sollte. Aber warum nicht? Wenn es so schlecht, gar nicht. Okay, cool, das war's schon wieder. Ich würde es jetzt euch nochmal von nahen zeigen. Und dann denke ich, mache ich nochmal ein Video davon. Aber mit helleren Farben. Okay, cool. Also gut, dann bis gleich. So, Freunde, ich bin zurück. Jetzt schauen wir uns das mal von nahem an. Und zeige euch gleich mal hier mit diesen Alkohol Inks. Also ich habe die mal von Rangers gekauft. Es war nur ein Test jetzt einfach mal. Ich nutze es ja auch für Harz. Aber denk mal, da mache ich mal ein anderes Video drüber. Ich habe gerade bloß ein bisschen wenig Zeit, darum habe ich das jetzt einfach mal mit reingeschmissen. Okay. Jetzt haben wir so einen schönen weißen Streifen zwischendrin. Also eigentlich richtig cool. Aber dieser Blumeneffekt einfach hier. Aber ja, etwas zu dunkel. Wobei ich immer sage, wenn man eine weiße Wand hat, hat man einen schönen Kontrast. Weil viele auch immer sagen, zu dunkle Bilder sind nichts. Und darum finde ich das gar nicht so schlecht. Aber ich gebe zu, mir fehlt ein bisschen Gelb. Okay. Also gut, das war schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dann wünsche ich euch was. Bis dann, macht's gut. Tschüss, bye.